Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Nadines Kreativwerkstatt. Ich bin heute mit der Kooperationsreihe YTB unterwegs. Hashtag YTB übrigens. Das steht für die YouTube-Bastler. Da gibt es ja eine Vielzahl an YouTubern, die dabei sind. Und wenn ihr den Hashtag mit der YouTube-Suche eingibt, findet ihr die ganzen Videos dazu. Und es gibt alle 14 Tage ein Thema neu. Und ich bin jetzt mal wieder relativ spät zum Thema Ende dran. Aber ich würde gerne noch etwas machen. Und zwar ist das aktuelle Thema Früchte. Dieses gilt bis 32. August. Also noch genau ein Tag. Denn, also heute den Tag und morgen ist es noch gültig. Und dann gibt es ab 1.9. wieder ein neues Thema. Und ja, das Thema ist Früchte und ich habe mir was überlegt. Und zwar möchte ich mal wieder Card Candies basteln. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe hier schon mal alles ausgestanzt. Hier habe ich auch schon die Mattung aufgeklebt. Das machen wir jetzt bei diesen hier auch nochmal. Also falls ihr euch wundert, ich habe hier so eine alte Washi-Tape-Rolle. Die ist der Ständer für meinen Kleber, damit der halt immer über Kopf steht und der Kleber immer direkt da ist und ich direkt weiterarbeiten kann. Der ist jetzt gerade offen da drinne, weil ich natürlich eben hier schon was geklebt habe, bevor ich die Kamera angeschaltet habe. Ansonsten ist der natürlich verschlossen da drinne. Nur während ich dann halt aktuell bastel und weiß jetzt, ich brauche jetzt ein paar Mal öfter den Kleber, ist der eben offen da drinne. Das ist auch kein Problem, weil ich habe dann eine Pappe drunter geklebt. Das heißt, wenn da mal was ausläuft, wird das aufgefangen. Und ansonsten wäre das ja hier auch gar kein Problem. Ich arbeite ja viel auf der Glasmatte, was fürs Filmen ein bisschen doof ist, weil es hier spiegelt. Aber ja, das erleichtert mir die Reinigungsarbeiten. Das ist der nette Nebeneffekt. So, ich gucke jetzt einmal, wie rum ich die gerne haben möchte. Und ich denke, ich mache das so rum. Ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet und zwar habe ich von X-Cut Stanzen und da ist eine Melone drin, eine Erdbeere und eine, naja, Zitronen- oder Orangenscheibe. Die habe ich mir schon jeweils einmal gestanzt aus kraftfarbenem Papier. Hier habe ich auch schon eine Klebefolie direkt hinter gemacht. Das heißt, die ziehe ich einfach ab, naja, wenn sie dann möchte. Schwupp. Und dann klebt die schon ganz alleine. So. Bei der Erdbeere habe ich natürlich genau ausgerechnet da gestanzt, wo die Folie nicht mehr klebte. Das ist so mein Talent. Aber das ist kein Problem. Und bei der Orangen-Zitronenscheibe hat es wieder geklappt. So. Die drei klebe ich mir auf und dann hatte ich die Idee, von Clearly Besotted dieses Stempelset zu verbasteln. Und zwar nennt sich das, jetzt muss ich gucken, Feeling Fruity nennt sich das. Ich habe die nicht mehr in der Originalverpackung, sondern ich habe die in so Storageboxen umgefüllt und habe mir dann einfach die Cover jeweils einmal kopiert. Eigentlich gehört das Set so rum. Habe mir die Cover einmal kopiert, sodass ich drauf habe. Und habe mir halt an den Seite die Setnamen geschrieben. Dieses Set, wie gesagt, nennt sich Feeling Fruity. Und das sind halt so kleine Mäuse in Obstwaren. Also wir haben da so eine Zitronenscheibe, die man aber auch als Orange darstellen kann. Eine Banane, eine Erdbeere, ein Apfel, eine Wassermelone. Und dann haben wir hier nochmal einen ganzen Apfel und einen halben Apfel oder so ein Apfelschnittchen. Und dann eben auch verschiedene Sprüche. Ich habe mich aber dagegen entschieden, diese Sprüche zu nutzen, sondern habe halt die Mäuse mir gestempelt auf Markerpapier und habe diese dann mit meinen Stampin' Blends koloriert. Einmal halt eine Zitrone, eine Erdbeere und eine Wassermelone. Die ganzen werde ich jetzt mit 3D-Pads einfach dazu kleben. So, das klebt alles, genau. Dann kommen jetzt hier einfach noch 3D-Klebepunkte drauf. Damit arbeite ich ja immer sehr gerne. Ich versuche jetzt hier gerade meine Reste von Action und Co. aufzubrauchen, weil eigentlich arbeite ich am liebsten mit den Dimensionals von Stampin' Up und würde da gerne endgültig drauf umsteigen, aber ich habe halt noch so viele von diesen, ja,
Klebequadraten. Und ja, wegschmeißen möchte ich sie auch nicht. Deswegen verbrauche ich sie jetzt einfach noch und steige dann um. Und deswegen bin ich auch gerne mal ein bisschen großzügiger damit und klebe mal ein mehr auf. Genau. So, dann kommen hier noch welche rauf. Und hier. Ich denke, das reicht jetzt. Und dann müssen wir einmal diese kleinen Klebefolien abzubbeln. Das ist immer das Nervige an diesen Dingern. Aber das ist bei allen 3D-Pads oder auch Klebebändern überall dasselbe. Das bleibt halt nicht aus. So. Hupsala. Dann kleben wir die kleine Maus hier einfach so ein bisschen mit rein. Das machen wir jetzt auch bei allen drei. Ja, ich kann noch mal ein bisschen was zum Thema Card Candies erzählen. Also ich kam jetzt gerade darauf, wieder Card Candies zu basteln. Zum einen hat die Biggie, mit der ich noch vorhin im Videochat war, auch Card Candies gebastelt. Und dadurch mich angestoßen, dass wir uns beide zu einem Adventskalender angemeldet haben, bei dem wir halt Card Candies vertauschen. Und man 24 verschiedene Card Candies herstellt und diese dann einzeln verpackt einem Organisatorin, der Organisatorin zuschickt. Und die verpackt die dann um und man bekommt dann 24 Card Candies zurück, die verpackt sind. Und dann öffnet man eben jeden Tag ein Card Candy. Und ja, dafür muss ich halt auch noch ein paar werkeln. Und dann fehlen mir ja die Papiere ein, die Stanzen ein, die Stempel ein. Und ich dachte, das wäre eine gute Kombi, sodass wir hier nochmal Card Candies machen. So, ich habe mir jetzt hier noch so kleine Glitzersteine. Das sind hier diese hier. Ich glaube, die hatte ich mal beim Teddy gekauft. Die habe ich schon ganz lange. Und da bringe ich jetzt einfach noch ein paar von auf. Einfach damit das zum Hintergrund, zu der Mattung passt. Einfach, upsala, wild durcheinander, bringe ich da jetzt noch drei Stück drauf. So, man muss ein bisschen gucken, dass das vom Motiv passt, aber sollte da auch nicht zu viel drüber nachdenken. Weil immer wenn man zu viel drüber nachdenkt bei diesen Glitzersteinen, dann wird das nichts. Also zumindest geht mir das so. 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 Na. So, der ist mir jetzt doch noch zu dicht am Kern hier, deswegen setze ich den nochmal um. Ja, das wären dann auch schon meine Card Candies. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen dichter ran. So könnt ihr die, glaube ich, noch mal ganz gut sehen. Also wir haben hier Erdbeere, Zitrone und Wassermelone. Hier habe ich das Papier übrigens aus einem Actionblock, der noch gar nicht allzu alt ist. Und sowohl die Wassermelone als auch das Zitrone, das ist aus einem ganz alten Teddyblock, das Papier, habe ich relativ zu Anfang meiner Bastelzeit gekauft und der fiel mir halt in die Hände und es passte alles so ineinander. Und ja, ich denke, das Thema Früchte ist damit gut umgesetzt. Passen natürlich auch diese tollen Stempel mit den Stanzen. Und ich hatte wie immer ganz viel Spaß beim Basteln. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, wenn euch die Reihe interessiert, Hashtag YTB, also YouTube-Bastler, dann gebt das einfach einmal bei der YouTube-Suche ein und ihr werdet ganz, ganz viele Videos finden und könnt euch da einfach mal ein bisschen durchklicken. Ja, ihr Lieben, das war's für heute und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!